So, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge vom LS17 hier in Winterberg. Und ihr seht, der Tag neigt sich langsam dem Ende. Und wie versprochen oder wie beim letzten Mal schon gesagt, kümmern wir uns jetzt zum Abschluss des Tages noch ein bisschen um Hofarbeit. Und das bedeutet als erstes, füttern wir noch mal ein bisschen die Kühe. Und dazu haben wir hier Silage. Ein bisschen einfüttern und ein bisschen Mischfutter füttern wir auch noch ein. Können wir eben gucken, wie es den Tierchen hier so geht. So, Silage, Heu fehlt und natürlich Kraftfutter. Das werden wir jetzt beides ein klein bisschen auffüllen. Zwei, drei Schaufeln rein. Und dann dürfte das zum Abendbrot erstmal genug sein. Die sollen ja jetzt auch nicht zu fett werden, die Tiere. So, zwei Stück holen wir noch. Ja, das Kraftfutter mischen wir nicht selber. Diejenigen, die schon ein bisschen länger zuschauen, auch aus den vorherigen Produkten. Aus den vorherigen Projekten wissen, dass wir kaufen das Mischfutter im Moment zu. Ja, es kann durchaus sein, dass wir es irgendwann auch mal wieder umstellen und eine eigene Mischstation holen, aber momentan ist es der Aufwand, ja, was heißt nicht wert, aber aus verschiedenen Gründen, der eine oder andere wird wissen, was ich meine, lohnt sich das im Moment, das Mischfutter zuzukaufen. Wie auch das Schweinefutter. So, die Silage drücken wir mal eben rein. Den Kollegen wenn wir eben nach Hause schicken. Der ist ein klein bisschen im Weg jetzt gerade. So, dann haben wir jetzt Silagenheu, ein bisschen was drin. Da kommt auch gleich eine Portion Heu dazu. Aber jetzt erstmal ein bisschen Mischfutter. Falsche Richtung. Egal, wir hätten sowieso hier rumgemusst. So, in dem Wagen ist auch schon ein bisschen was drin. Kippen jetzt eben auch noch zwei, drei Schaufeln nach.
noch? So, das füttern wir dann auch eben ein. So, dann haben wir Mischfutter drin oder Kraftfutter, gut, das ist nicht ganz so ergiebig. Aber reicht erstmal. So, wie sieht das mit Stroh und der ganzen Geschichte aus? Das ist alles völlig ausreichend. Wir holen jetzt noch einmal ein bisschen Heu und dann sind die Kühe für heute versorgt. Kommen die wunderbar durch die Nacht. So, jetzt brauchen wir Insen nochmal. Ein bisschen schade, dass man die Mischwagen, also die Futtermischwagen, die wir eben hatten, kann man nicht ja, quasi von oben befüllen sozusagen. Das heißt, damit könnte ich jetzt nicht unter mein Heulager fahren und da dann Heu reinlaufen lassen. Das ist, finde ich, ein bisschen schade. Deswegen machen wir das noch mit dem normalen Kipper. So, dann nehmen wir hier noch ein bisschen Heu mit. Dann gucken wir mal, wie das dann hier ausschaut. So, läuft im Moment nicht, deswegen ist das Display auch nicht an. Oh, muss beides rein. Muss Gras rein und Stroh als Brennstoff rein. Also da kann man Stroh und Hackschnitzel nehmen. Hackschnitzel haben wir bekannterweise keine, also füllen wir da ein bisschen Stroh nach. Aber erstmal geht das Heu nachher. Geht das Heu zu den Tieren. Schiebt er uns gut weg. So. Das ist doch in Ordnung. Damit können die Tiere doch leben. Jetzt nehmen wir hier noch eine Portion Heu raus und lagern die um, um hier ein bisschen Produktionsplatz zu bekommen. So, derweil füllen wir das andere auf. Dazu nehmen wir uns den Kollegen und holen ein bisschen Stroh als Brennstoff.
an. Sieht so aus, ne? Boah, der nimmt wieder mehr mit, als er soll. So, wie viel sind die drei? So 24%, also rund 9 bei 10 Ballen, können also rein. Und dann schauen wir noch Gras nach. Uiuiui, ja gut, fast. Geht er schon nicht mehr rein? Ach, ich sollte auch nicht beim Heu gucken, ich sollte auch beim Stroh gucken, ich dusse. Naja, egal. Besonders intelligent, mache ich mal eine super Rechnung, wie viel Strohballen da reinkommen und guckt beim Gras. So, den können wir dann erstmal hier lassen, da stört er nicht besonders, aber der Trecker stört da ein bisschen. So, dann füllen wir jetzt noch ein bisschen erstmal Speicher, wenn man vorsichtshalber. Zack, um das nicht zu vergessen. So, und dann holen wir ein bisschen Gras. Könnte man jetzt natürlich auch Grasballen reinschmeißen, aber wir haben ja hier noch eine ganze Menge loses Gras, was zu Heu werden soll. Wir nehmen erstmal das, was hier geschickt durch die Wand gebackt ist. Wir versuchen es zumindest zu kriegen. Oh, da steht Anhänger. Was steht der denn da? Unfassbar. Wer hat den da hingestellt? Bestimmt wieder Dieter. Dieter ist so eine Aushilfskraft hier auf dem Hof. Ich weiß aber nicht, wie lange wir den noch behalten. Er macht viel Unsinn. Und das ist ja nun meine Aufgabe, Unsinn zu machen. Das wissen wir ja nun. So, jetzt fängt die Heu trocknen auch wieder an zu arbeiten.
schauen, wie das jetzt aussieht. So, Gras sind 10 Kubik drin. Wir gehen noch. Ja, geht noch einiges. Sehen, was holen wir jetzt noch? Wir sind jetzt ja nicht ganz vorne. Ist es bestimmt nicht so spannend, wenn ich hier 10-mal mit dem Teleskoplader zwischen Gras und Heutrocken hin und her fahre. Da könnte ich mir wesentlich spannenderes vorstellen. Also sicherlich nicht viel, aber das ein oder andere mag es sicherlich geben. Das will ich euch gar nicht absprechen. Zwischendrin mal hier war ja einmal voll. Da. Gott. Dann gehen wir mit dem Heu auf die wahnsinnig weite Reise. Ich hoffe, wir haben genug Pausenbrote eingesteckt. Wir stellen hier mal eben um. Oh, heute mal lustigerweise beim Kornschieber. Und dann kommt das Heu ins Heulager. So, und das ist so ein bisschen der Gras-Heu-Kreislauf hier in unserem Betrieb. Ich muss mir jetzt zum Abschluss des Tages noch eben den Wiesenstriegel schnappen. Oder müssen wir die Wiesen nochmal eben abschleppen quasi, bevor wir hier guten Gewissens Feierabend machen können. Nehmen wir uns wieder schleppen mit der Pflegebereifung. Stellen wieder das Gewicht ab. Und dann schrieben wir mit dem Map. Also wie ich das in Dokumentation gesehen habe, ich hoffe, dass das so stimmt, ist das also im ersten Linie nach dem Mistfahren da oder Güllefahren dafür, dass das eben so überflüssigen oder überflüssige quasi Gülle oder Mistreste von der Grasoberfläche halt wegzieht, den Grashalm wieder so ein klein bisschen aufrichtet, sodass das Gras irgendwie befreiender wachsen kann. Ich hoffe, ich kriege das so halbwegs zusammen und erzähle hier keinen völligen Quatsch. So meine ich, hätte ich das in einer Dokumentation gesehen. Das heißt, man fährt Mist oder Gülle, das ist ja dann manchmal so grobe Stücke, die dann auf dem Gras liegen. Dann fährt man hinterher dann
mit dem Striegel drüber, um das eben abzuziehen, um die Grashalme wieder so ein bisschen zu befreien und gleichzeitig ein bisschen aufzurichten, damit die wieder gut nachwachsen können. So, ich werde jetzt hier noch ein bisschen striegeln, bevor hier Feierabend ist, 20 vor 6. Tiere sind soweit ja versorgt. Ich muss euch irgendwann nochmal, ich meine, man sieht das jetzt schon, der Himmel hier in Winterberg ist echt wunderschön. Werden wir irgendwann noch vielleicht auch nochmal im Dunkeln mal anschauen. Der sieht echt klasse aus. Ja, wie gesagt, 20 vor 6. Und dann werden wir mal gucken, wie das Wetter so für die nächsten Tage ist. Sodass wir uns dann einmal in die Zuckerrübenernte schmeißen können. Dann müssen wir nochmal eben schauen, wie wir das finanziell machen. Weil wir müssen uns ja die Geräte auch mieten. Und dann schauen wir einfach mal, wie sich das preislich ausgeht. Heute Nacht wird noch einmal Milch verkauft. Das heißt, morgen haben wir auch wieder ein bisschen mehr Kohle auf dem Konto. Und dann schauen wir mal, wie sich das rechnet. Ich sag bis hierhin erstmal wieder schönen Dank fürs Zuschauen. Wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag, Abend oder gute Nacht, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und bis dahin, sage ich, bis dann, euer Micha. Tschüss.